Hohohoho, ah, hallo Leute, jetzt der letzte Endboss. Was hat geblitzt? Es hat geblitzt, yeah. Oh, ich freue mich drauf. Jetzt kommt der letzte Castle und ich habe gerade schon diskutiert mit Game Master 331, was jetzt kommt. Ich möchte nicht, dass wieder so ein extrem hartes Schloss wird wie im zweiten Teil und was jetzt denn passieren wird und wer der letzte Endboss ist. Und ich habe gesagt, ja, es wäre eigentlich geil, wenn Mario der letzte Endboss wäre, weil man mal Mario in die Fresse zu hauen, wäre echt mal was Cooles. Aber dann habe ich auch gemeint, so, naja, es wäre aber unwahrscheinlich, dass der irgendwie so einen Totenschädel wohnt und meinte er, ja gut, vielleicht hat er Pilze gefressen, dann wird schon gehen. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Man darf gespannt sein, glaube ich auch. Und jetzt, oh ja, und Pomps. Och ja, und ich freue mich schon, das Ding hochzuladen und dann zu sagen, das nächste Let's Play ist fertig. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich jetzt schon habe. Keine Ahnung. Ich weiß aber, dass ich danach mit dem anderen Spiel anfangen will, was ich schon die ganze Zeit angekündigt habe und was ich aber noch nicht sagen möchte. Aber ich freue mich extrem, das zu spielen. Ich habe schon mal angespielt kurz, bis zum zweiten Speicherpunkt. Ja, es gibt Speicherpunkte. Man hat leider keine freie Speichermöglichkeit in diesem Spiel. Aber das macht nichts. Oh, mir ist ein bisschen kalt, deswegen bin ich ein bisschen aufgedreht. Ich werde immer aufgedreht, wenn mir kalt ist. Oh, ups, okay. Und da ist schon das Teil. Okay, hier kommt wahrscheinlich nicht viel. Bisher war es ja relativ simpel. Ich hoffe, dass es so bleibt und dass hier nicht irgendwie was ganz Böses kommt, wo ich dann ganz viel Angst haben muss. Gehen wir umlang einfach. Ja, ich habe da, was ich will. Ich habe meinen Schädel und ich glaube, das wäre auch, will ich auch haben für den Endboss. Ich weiß nicht, ob er mir es nützt. Eigentlich nützt es mir gar nichts. Normalerweise, weil Endboss kann man nicht stunnen. Wüsste ich jetzt doch. Ach nee, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber bisher war es ja simpel. So ein paar kleine Hüpfeinlagen. Bei dem ist es ja auch relativ gut steuerbar, weil man nicht mit Laufen und so. Und er rutscht auch nicht so sehr wie Mario. Und das ist Suta. Suta, das ist Suta. Das ist Suta, ey. Suta. Alter, das ist so Suta. Ich sag jetzt immer nur noch Suta. Suta ist cool. Oh Gott. Was ist denn das? Oh! Oh, fuck it. Was will er denn von mir? Ich will da rein. Aber das geht erst auf, wenn ich den getötet habe, wa? Okay. Und weg. Okay. Der hat einen kleinen Guard. Und über ihn rüberspringen wieder. Und ihm schubsen. Hups. Und weg ist er. Weil man ihn ein bisschen schubst. Ist das ein kleiner Arscher. Und da ich jetzt volle Kapazität brauche, werde ich meine Hand mit einer Kippe ablenken. Oh, noch kein Endboss. Scheiße, ich dachte. Okay. Ja, das werden wir wohl schaffen hier. Außerdem würde ich gerne wenigstens groß sein, damit ich wenigstens zwei Treffer ab kann. Ich werde bestimmt wieder irgendwas fangen müssen und ihn damit töten müssen. Keine Ahnung. Aber ich erwarte nicht viel mehr eigentlich. Weil es bisher immer so war. Nee, wo bin der erste Endboss nicht? Wo ist meine Springtaste hier? Okay. Ja, okay. Oh, ganz kleiner ist hier voll kacke. Okay. Ich schmeiß den mal weg, weil ich möchte den jetzt hier nicht in meiner Gegend haben. Okay. Guckt euch mal die süße Schleife an hinter dem Fenster im Hintergrund. Ach, ein Totenschädel auf der Schleife. Ist das süß. Moment. Ach Gott. Okay, Aladdin. Na klasse. Und er holt einen Geist aus der Lampe. Ich rauche erst auf so. Ja, die war schon angefangen. Ich habe sie gerade nur zu Ende geraucht. So, jetzt wird's. Und ruf deinen Geist. Ja, ich hab's geahnt. Aladdin. Oder ist eine Frau? Ich weiß nicht. Ne, die hat Titten. Doch, ist eine Frau. Ein Flaschengeist. Okay, tolle Aktion. Ein fetter Genie. Ein fetter Genie ist der letzte Endboss. Was ist das für ein Scheiß? Okay. Ja, ich kann ihn aber nicht verletzen. Oh Gott. Na okay, alles klar. Ich weiß schon mal, was du machst. Whoops! Und Schnups. Was soll ich denn machen? Whoops! Und die sind voll schnell, die Dinger. Oh Gott, jetzt kommt da irgendwas. Aha. Ah, ich muss auf die Wolken rauf. Wow, nein. Was? Okay. Das wurde ja zum Genie. Okay. Okay, das wird interessant. Oh je. Oh, ich habe keinen Bock. Okay, weiter geht's. Also jetzt muss ich nochmal diesen komischen Typen kaputt machen. Eine klasse Aktion. Hä? Wie soll ich den jetzt verletzen? Ich hätte jetzt gedacht, ich muss auf die Wolke rauf, aber das wirkt jetzt irgendwie unwahrscheinlich, wo ich drüber nachdenke. Whoops und whoops und whoops. Ich hoffe, dass ich den anderen Typ nicht nochmal besiegen muss, weil der nervt. Ich meine, der ist nicht sonderlich schwer. Oh, da oben ist auch Geld. Habe ich gar nicht mitgeschnitten. Scheiß aufs Geld, Mann. Ich bin eh fast durch hier. Ich will durchkommen. Oh Gott, wie viele Minuten habe ich noch? Oh Gott, nur 5. Oh nein. Okay, erstmal wieder groß. Und den Zwischenboss. Okay. Nehmen wir auch mit. Okay, und weiter.
Und da ist er. Oh, ist weg da. Okay, dann schubsen wir ihn einmal. Pounce und weg da. Pop, 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 pop. Und Knaller. Und weg. Okay. Und weg. Okay, jetzt noch ein kleines Stück laufen. Und dann haben wir es schon geschafft. Naja, das sollten wir jetzt auch hinkriegen hier. Das ist auch nicht so die wilde Sache eigentlich. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Weg. Und weiter geht's. Oh nein, 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 ich bin so blöd. Oh Gott, bin ich dumm. Ich bin das dümmste Wesen auf diesem Planeten. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein, ach komm, das ist doch scheiße. Ja, komm, nimm ihn doch in die Hand. So, ich muss den da weghauen. Ah, klasse. Naja. Oh Gott, nein, oh Gott, nein! Habt ihr gerade einen kleinen Bums gehört? Ich habe mir gerade meine Hand gegen den Kopf geschlagen. Oh nein, ich stelle mich so blöd an. Jetzt bin ich nicht mal bis zum Endboss gekommen. Oh. Na, wieder hinlaufen. Aber ich habe 17 Leben. Bis dann werden wir es überhaupt geschafft haben. Ach Gott. Nö, ich gehe oben lang, habe ich gesagt. Ist mir zu doof. Und hopp. Und hopp. Und wieder Geld einsammeln. Und nochmal Geld einsammeln. Und nochmal Geld einsammeln. Nee, ist gar kein Geld. Ah, hier war das. Okay. Und hier. Okay, aber und hier. Ne, hier nicht mehr. Okay, egal. Okay, und jetzt nicht dumm anstellen. Nicht wieder dumm anstellen. Dumm anstellen ist doof. Dumm anstellen ist voll scheiße. Vor allem die letzte Sache wäre voll easy, wenn man sich nicht dumm anstellen würde. Also wenn man einfach bumsen könnte. Aber ich... Boah, hier kriege ich ja so viel, ey. Ich kriege 3 Stück davon, das nützt mir gar nichts. Pounce. Okay, wenn ich von dem getroffen werde, aber ich meine, der ist jetzt wirklich nicht schwer. Ah, na gut, und weiter geht's. Bombs. Wieso möchte ich den behalten? Also stell dich jetzt nicht blöd an, Kumpel. Stell dich nicht blöd an. Bums. Nur noch 2 kleine Räumchen. Einmal hochklabeln und einmal so ein paar Gegner in die Fresse treten. Das ist wirklich nicht schlimm. Das kriegst du hin. Das kannst du. Ich glaube an dich, Wario. Wario, bitte. Ich glaube an dich. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht mit wahnsinniger Dummheit. Okay, ich warte noch einmal. Und weg. Okay, jetzt warten. Und jetzt durch. Jetzt warten und jetzt durch. Guck mal, die werden so zu 2 Pfeilen. Keine Ahnung, was das soll. Okay, war nicht schwer. Und weg mit ihm. Und weg mit ihm. Und bücken und gedrückt halten. Okay, keine andere Taste drücken, nicht, dass da wieder irgendwas nicht reagiert. Und knall. Okay, mir kann nichts mehr passieren. Ich kann sogar mir noch so ein Ding holen. Kriege ich wieder wie ein Herz. Okay. Und wieder Aladdin. Ach shit, wenn ich den nicht schaffen sollte, dann muss ich das in Outro auf eine andere auf ein anderes Video machen. Okay. Okay, 3-mal muss ich den Wichser bestimmt wieder treffen. Den riesigen fetten Genie. Oh Gott, nein. Ich weiß nicht. Uah! Nee, also das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie ich den treffen soll. Jetzt weißt du, dass da so ein Genie kommt. Oh Gott. Oh. Oder muss ich auf ihn raufspringen? Aber was soll ich dann mit diesem Ding hier? Mach mal wieder eine Wolke. Oh. Okay, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Komm, komm schon. Oh. Okay, ich bin immer noch groß. Ich muss bestimmt auf ihn raufspringen. Oh, okay. Ich habe schon auf die Tussi geworfen. Ich habe schon auf ihn geworfen. Irgendwie bringt's alles nix. Boah, los. Oh Gott, ich brüll hier mal. Bra, bra, bra. Boah. Die Dinger sind mies. Man, am Anfang erwartet man nicht, dass die so doll fliegen. Boah. Meine Wolke. Habe ich das selber gemacht, oder was? Ich weiß es nicht. Aha. Aha, ich muss einfach auf ihn raufspringen. Okay. Wenn das so bleibt, ist es ja halb so wild. Nein, jetzt kommt erstmal der hier. Okay. Einfach gegenspringen. Okay. Ups. Und weg mit ihm. Und weg mit ihm. Kommt eine Wolke? Nein, kommt keine Wolke. Nein. Ich brauche eine Wolke. Komm, gib mir eine Wolke. Oh Gott, nein. Komm, reib dran. Du Schlampe.
Oh, nö. 10 Minuten sind um. Scheiße, okay. Ich muss gleich cutten. Aha, okay. Weiter. Oh, okay. Hups. Ich versteh's nicht. Was soll ich tun? Bis mal hier eine Wolke kommt, dauert ja ewig. Oh, weiter. Ich muss einfach nur mal werfen mit dem Ding hier. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ups. Ah, da ist eine Wolke. Okay. Und. Okay, jetzt wird es erstmal wieder so ein Genie. Den muss ich jetzt schnell töten, dass er weg ist. Okay, ich mache einen Cut. Bis gleich, Leute, wir schaffen das. Bis gleich. Lau, lau, ciao, ciao, euer Igel. Bis gleich. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Bis dann.